tolles, sinnvolles bauen. Das können wir nicht bauen. Rainomator. Klingt auch gut. Brauchen wir wieder zwei Gold für. Einmal, zweimal und einmal, zweimal. Oh, der Tag ist schon angebrochen. Okay. Rainometer. Da, das stellen wir mal da oben hin. Zack. Bewölkt, scheint es zu sein. Zack, zack. So, das brennt noch und hier ist gar nichts drin. Okay, gut. Wir machen uns auf den Weg da oben hin. Ich wollte nach Osten quasi und erkunden. Das werden wir entsprechend tun. Busch. Schau. Da ist die Schaufel. So. Die Büsche sammle ich jetzt alle ein und bringe die zurück. Nur müssen wir halt noch ein bisschen Rot kreieren. Dafür könnte man eigentlich Blümchen sammeln, ne? Einmal Hessen, genau. Einmal Hessen. Und jetzt weiter. Ja, jetzt, ja. Ach so, ich gehe mal hier so lang. Wieder mal am Wasser. Damit wir wirklich alles abarbeiten. Guck an, da ist quasi das Gegenufer, was wir vorhin schon entdeckt hatten, sozusagen. Glaube ich. Meine ich zu hoffen. Vielleicht finden wir hier Beefaloes und Scheiße. Kot. Beefalo-Kot. Wir haben nur noch vier Baumstämme. Da müssen wir auch mal dran arbeiten, glaube ich. Weil ich habe gerade echt viele Bretter machen müssen für den ganzen Kram, ne? Oh, das ist ja schon wieder sehr weit hier. Oh, 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 oh! Ring-Thing, jawohl! Jaha, wieder was gefunden, schön! So, ich sammle hier direkt mal Gras ein. Wir sind mittlerweile am 30. dürfte es sein. Die Folgen werden übrigens jetzt vermehrt 20 Minuten lang. Also die Don't Starve Folgen. Denn Don't Starve ist ja quasi nur einmal weniger als Minecraft. Oder nicht nur, sondern ist einmal weniger als Minecraft in der Woche. Deswegen mache ich ein bisschen längere Folgen, damit man nicht auf dieselbe Zeit kommt, aber damit das ungefähr gleich ist, was habe ich denn hier? Komm her, du Drecksau. Na komm. Haben wir zwei davon? Nein, es ist nur einer. Dann können wir den jetzt angreifen. Au, 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 autschen. Komm, verpiss dich. Stirb, verrecke, stirb, verrecke. Jawohl. Und das ist es, was wir brauchen für unseren jetzt lass mich nicht so lange die... Ah, für den Kühlschrank, so. Das habe ich gesucht, das Wort. Ich pack mal so ein bisschen Zeugs, was wir jetzt nicht aktiv brauchen, da rein. Wie sieht's mit Hunger aus? Geht noch. Hammer. Können wir den hammern? Nee, können wir nicht. Können wir die Maxwell-Statue hämmern? Ah, nein, ich wollte die... Nein. Damit. Blödes Zeugs. Gut, wir haben Beefaloes gefunden, wir haben das Ring-Thing gefunden, glaube ich, alles in dieser Folge, wo? Ring-Thing hatten wir gefunden, und wir haben Gears für den Kühlschrank, der wird uns sehr helfen, glaube ich. Das ist echt gut. Ich freue mich, wir haben endlich mal wirklich Fortschritt gemacht bei Don't Starve. Sehr schön. Und wie gesagt, wie in einer der vorherigen Folgen gesagt, ich freue mich sehr auf Don't Starve Together. Es wird hoffentlich sofort gekauft und hoffentlich auch wirklich sofort gespielt. Und wenn ich, ich hoffe dann gleichzeitig inklusive Aufnahmen. Das wäre wirklich schön. Einige spielen es ja schon Together und das finde ich total gemein. Weil, na, ich muss mal gucken, vielleicht komme ich ja auch irgendwie in eine Beta rein und kann mir das mal antun. Das wäre sehr schön. Wobei es natürlich nur dann lohnt, wenn man auch zwei Leute hat. Oh, 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 meine entzündeten Augen mal wieder. Guck mal an. Dann nehmen wir doch einfach den Hammer. Und hacken hier so ein bisschen die Wand auf. So, pam, pam, pam. Haben wir wieder ein bisschen. Nein, 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 das brauchen wir gar nicht. So, das Beefalo-Wool-Zeugs können wir mal mitnehmen.
So, ist alles weg. Hier hinter ist eine Kiste. Das weiß ich doch. Da ist immer eine Kiste. Und wir haben den Firestaff. Juhu. Das lasse ich erstmal drin. Aber das hier hacken wir ab, weil... Da können wir dann endlich... super. Ja. So. Damit können wir endlich unsere... Ach Quatsch, unsere... einen Regenschirm bauen. So, das habe ich gesucht. Meine Güte, ey. So, nochmal zu den Beefalos. Zwecks Kacke. Wir brauchen 6 Stück. Warum 6 Stück? Weil ich direkt die Improved Farms bauen. Ach, guck an. Dankeschön. Ach, alles gut. Kann man die mit Gras füttern? Nö. Na gut, wenn nicht. Ich werde hier mal noch so ein bisschen erkunden. Einmal Kabobs essen. Dann sind wir auch out of Nahrung. So, Blümchen mitnehmen. Daraus machen wir Rot. Nee, das erkunde ich jetzt nicht. Das ist jetzt blöd. Ich habe keine Zeit dafür. So, wo waren denn die anderen Beefalos? Waren da nicht noch mehr? Waren die hier? Ja, ne? Egal. Wir finden das schon raus. Da ist das wieder. Es sind nicht viele Beefalos. Dann gehe ich jetzt mal in die Richtung. Vielleicht kann ich die des Nachts erwischen und denen so ein bisschen Kacke noch aus dem Hintern drücken. Ja, war jetzt auch ein bisschen für mich zu eklig. So, Beefalos, wo seid ihr? Ihr kleinen Scheißer. Okay, die waren anscheinend doch nicht hier. Waren die dann hier? Ah! Irgendwo müssen die doch sein. Da ist zumindest einer und der hat schon wieder geschissen. Mein bester Freund, der Beefalo. Oh, unser Anzug hat nur noch 3%. Da müssen wir uns bald einen Locksuit machen. Oder darauf hoffen, dass wir... Was ist das denn? Ach so, da war der Robodoc, ne? Hab ich schon gewundert, was das sein soll. Okay, wir müssen bald das Feuerchen bauen. Ich baue das schon mal. Damit ich es nur noch hinsetzen muss. Schade, ich war mir sicher, wir hätten Beefalos gefunden. Aber wir laufen jetzt erstmal einfach am Meer entlang. Wie... Ach, guck mal. Wenn uns kalt wird, können wir das Lagerfeuer aufstellen. Es ist sehr hell. Da müssen wir nicht am Feuer sitzen. Ich weiß gar nicht. Wird einem kalt bei so einer mondhellen Nacht? Oder kann man die dann einfach nutzen? Oh. Ah, da waren wir schon, ne? Nö, hier waren wir noch nicht. Doch, vielleicht. Ach so, wir sind jetzt... Ah, ich verstehe, okay. Ich mache mir nochmal auf der Suche nach dem Beefalos. Da es so hell ist, können wir das machen. Können wir das auch hämmern? Nö. Beefalo, oh, 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 oh. Aha, da sind sie. Zack. So, eine Farm können wir schon mal bauen. Ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Haben die noch was gekackt? Da ist Kacke. Sehr schön. Viel ist es nicht. Ihr müsst mal ein bisschen, ja, ein bisschen produktiver sein. So, ich würde sagen, Inventar ist voll. Wir gehen mal zurück. Das geht ja so nicht. So, wir gehen... Ja, diese Straße entlang hier. Das passt ganz gut. Da lang. Ja, wir gehen da lang. Hier ist keine vernünftige Straße mehr, der wir folgen können. So, es sind bestimmt ein paar verrottete Schafe. Nein, Schafe nicht. Häschen. Wieder in unsere Fallen geraten. Die wir uns jetzt gleich schnappen können. Als erstes werde ich aber mal hier noch ein bisschen Stein mitnehmen. Denn ich glaube, wir haben nicht unbedingt genug... Ah, Mist. Na gut. Nein. Nicht das wieder aufnehmen. Flint. Nein. Och, kann doch nicht wahr sein. Okay. Drop. Drop. Fein. Noch. Zack. Zack und... Zack. So, nur das aufsammeln, was wir haben wollen.
Ja, wir brauchen, glaube ich, 10 Steinchen für eine so eine Improved Farm und ich bin mir nicht sicher, wie viel wir zu Hause haben. Warum geht eigentlich der Hut kaputt? War das auch wegen dem Kampf? Ach, wir können uns, glaube ich, auch einen Helm machen jetzt, ne? Bald. Jawohl, ich bin auch auf dem richtigen Weg, alles gut. Da. Hasi. Und dann direkt mal zum Crockpot. So. Häschen hüpf. Das und das und das und das. So. Farm. Improved Farm. Da muss ich da oben hin. So. Wir werden die Farm. Wo bauen wir die mal? Ich weiß gerade nicht, wo wir die hinbauen. Am besten hier. Zack. Seed drauf. So, das hätten wir. Und die restlichen Seeds kommen dann erstmal hier rein. Wir kochen schon. Ein Kackihaufen haben wir noch. Steine. Oh, wir haben genug Steine gehabt. Oder wir hätten genug Steine gehabt. So. Dann haben wir dieses Gerät noch. Das können wir dann auch mal hier hinpflanzen. So. Wir brauchen Spinnenseide, um dann später alles Wichtige für unseren Bienenstock zu haben. So. Du kommst mal da rein. So, die Petals lassen wir mal hier liegen. Die verrotten hoffentlich. Und in den Crockpot, da haben wir gerade nichts für. Sehr gut. So, einmal Stock sammeln. Rabbit. Ach Quatsch. Moment. Da fehlt ja noch was. Wir müssen ja noch was bauen. Ach, das Bauen lasse ich mal für die Nacht, ne? Wir müssen noch den... wie heißt's? Den Kühlschrank müssen wir noch bauen. Ich sammle mal ein bisschen Holz. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir brauchen an Holz. Dann hätten wir das in jedem Fall schon mal. So. Drei Häschen, das reicht in jedem Fall für ein bisschen was. Zack, zack, zack. So, Holz sammeln und dann gleich, wenn es Nacht wird, den Kühlschrank zimmern. Nein, erstmal buddeln bitte. I need food. Ja, hast du doch in der Tasche. Ist doch einfach. Verstehe ich gar nicht, warum du dich schon wieder so beschwerst. So. Zack. Es ist Abend. Und wir brauchen die Schaufel wieder. Hep. Schön. Läuft gut im Moment. Ich bin sehr begeistert über uns. Ah, verfluchte Sch. Egal. Das Schöne ist, die Schaufel ist jetzt auch noch kaputt gegangen. Jetzt muss ich mir eine neue bauen. So ein Mist. Oh. Schaufel. Zack. So. Es ist immer noch nicht dunkel. Das ist ja verwirrend. So, ich sammle noch ein wenig Gras. Gras haben wir auch nicht mehr viel. Und dann würde ich fast behaupten, gehen wir mal zurück in das Lager rein. Wir haben nur noch einen Flint. Wir sollten gleich nochmal Flux erkunden gehen. Dann können wir uns mehr Flint holen. Ich weiß, wir haben noch 40 in der Kiste, aber das ist ja die Kistenflint-Lagerstätte, ne? So. Zurück. Das wird einfach verbrannt. Paff. Der Crockpot einmal füllen mit nur Fleisch. Mal schauen, was daraus wird. Wahrscheinlich auch leckere Kabobs. Es ist immer noch nicht Nacht. Ich darf noch nicht loslegen. Wir haben zweimal Kackihaufen, ne? Dann werde ich mal die blöden Büsche fertilizen. Wäre nämlich blöd, wenn die hier verschrommeln, nur weil ich noch keine Rot habe und mir zu fein bin, die Scheiße dafür zu benutzen. Axt können wir uns noch eine zweite machen? Jawohl. Jawohl. Dann müssen wir gleich auf jeden Fall Flint sammeln. Schaufel da. Und dahin pflanzen. Warum dahin? Damit wir hier Platz für Farmen haben.
So, was zu essen? Traumhaft. So, es ist fast Nacht. Ich mache mich jetzt einfach ans Bauen. Food ist es, glaube ich. Wir brauchen Gold und Cut Stone. Wir haben kein Stone in der Tasche. Und kein Gold in der Tasche. So, also. Cut Stone, war das 1? Ja. Da müssen wir nur dahin gehen. Und dann kommt der Kühlschrank, würde ich sagen. Dahin. So, jetzt haben wir eine Eisbox. Traumhaft. Weg damit. Und weg damit. Und dann ist das Survival. Survival. Bin ich zu tief? Umbrella. Ach, Mist. Wir brauchen dafür Spinnenseide. Okay, gut. Dann halt noch nicht. Die Gears können wir mal auch da rein tun. Das können wir auch mal da rein tun. Das ist gutes Feuerholz sozusagen. Beziehungsweise brennbares Material. Ja, jetzt heißt es warten, ne? Dauert aber ja nicht so lange. Vorsicht. Schaufel raus. Sonst buddeln wir die alle wieder aus hier. So. Ist es zu dunkel? Ja, es ist zu dunkel. Da kriegt Willow einen am Apfel. Gut, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Nahrung sammeln. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Da sind ganz viele Beerenbüsche. Die sammeln wir auf jeden Fall mal auf. Also nicht die... Ja doch, die Büsche auch, klar. So, ab nach oben. Und zwischendurch müssen wir vielleicht ein paar Beeren essen. Das wäre aber ja nicht so schlimm. Ja, wir gehen hoch. Schaufel schon mal ausrüsten. Lalalalalalala. Und vielleicht finden wir da auch ein bisschen Spinnenseide. Hep, hep. Komm, Beeren gleich verknuspern. Flupp. Pam, pam. Das Blümchen nehmen wir mit. Das ist sehr gutes Verrottmaterial. Shit. Das ist natürlich gefährlich hier, ne? Verbrennt. Los. In jedem Fall wird das Spinnennest verbrennen. Und die eine Spinne ist auch schon tot. Okay. Es ist trotzdem noch ziemlich gefährlich. Au. Au. Verdammt. Tötet sie. Mist, nur einmal Spinnenseide. Das ist etwas wenig. Aber jetzt haben wir wenigstens so ein bisschen Monster Meat. So, und natürlich ist unser Marvel Suit kaputt. Das war ja klar. Also es war wirklich klar. Also, brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber ärgern oder so. So, Rotblumen mitnehmen. Zum Fertilizen. Aber nur die, die wirklich auch funktionieren, ne? Man soll es ja nicht übertreiben. So, Nahrung, 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 Nahrung. So, jetzt sind wir wenigstens halbwegs satt. Da oben ist eine Blümsche. Aber kein Busch mehr. Die Büsche haben wir offenbar jetzt bald alle. Lump. So. Was brauchen wir noch? Also, wir haben dann ordentlich Beerenbüsche, die wir uns da anpflanzen können. Wir kreieren uns Brot, wobei ich später nochmal Kaki sammeln werde. Da sind noch mehr Beerenbüsche. Die nehme ich alle mit. Alle. Also, noch zwei. Weil ich glaube, mehr als 10 geht nicht. Das möchte ich gar nicht erst versuchen. Warum ist da nichts nachgewachsen? Was soll denn sowas? Ach! Pass auf! Das gefällt dir nicht, wa? Und du auch! Sauberst gekochtes Essen! Haha! Voll gut! Woran nennt man das? Minecraft, genau. Wenn man die Kühe abfackelt. Super. Schöne Hähnchenkeule.
Finde ich traumhaft. Echt gut. Und da ist ein Flint, den nehmen wir mit. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Hier haben wir jetzt so nahezu alles erkundet. Wir müssten hier in die Ecke nochmal, ne? Es wird so langsam Abend, aber wir können ja nochmal in die Ecke laufen.